Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Videovorschlag, was wäre, wenn es in die Garde der Löwen kein Gebrüll geben würde. Bevor wir jetzt allerdings mit dem Video starten, möchte ich noch etwas zum letzten Video und den Kommentaren darunter sagen. Das letzte Video hier auf dem Kanal war ja ein Geburtstagswunsch von einer Zuschauerin. Und einige von euch haben sich dann auch für ihren Geburtstag ein Video gewünscht. Allerdings muss ich euch sagen, dass ich das so leider nicht machen kann. Das Problem für mich hierbei ist nämlich, dass ich dann mit der Planung komplett durcheinander komme, dass es dann Leute von euch gibt, die entweder am selben Tag oder in derselben Woche Geburtstag haben und ich dann nicht mit den Videos hinterherkomme und ich zusätzlich auch eigentlich fixe Upload-Tage habe. Ich würde einfach nicht mit der Produktion hinterherkommen. Ich gratuliere euch natürlich sehr gerne, wenn ihr mal in einem Stream dabei seid und mir sagt, dass ihr Geburtstag habt, aber für jeden ein Geburtstagsvideo zu machen, das wird sich leider nicht umsetzen lassen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis für mich. Aber nun genug gelabert und starten wir los mit dem heutigen Video. Die Serie Die Garde der Löwen handelt von einer Gruppe, die gemeinsam das geweihte Land beschützt und den ewigen Kreis des Lebens verteidigt. Der Anführer dieser Gruppe ist im Besitz eines mächtigen Gebrülls, das Gebrüll der Ahnen. Wir wissen durch die Serie auch von mindestens 4 Anführern der Garde der Löwen. Askari, Scar, Kion und letztendlich auch Vitani. Aber was wäre passiert, wenn es kein Gebrüll gegeben hätte? Oder lasst es uns anders formulieren. Was wäre, wenn die Garde der Löwen eine größere Ähnlichkeit zu König der Löwen hätte? Dann würde sich tatsächlich einiges ändern. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte von Kion an. Im Film Die Garde der Löwen, das Gebrüll ist zurück, ist das Gebrüll sogar ausschlaggebend für das, was im Film passiert. Denn Kion und Banga waren eigentlich am Spielen, als Banga plötzlich bei den Hyänen landete. Und nur dank der Hilfe des Gebrülls konnte er Banga retten, und Rafiki erkannte, dass es soweit ist, dass Kion die Garde der Löwen anführen kann. Aber was wäre passiert, wenn Kion hier kein Gebrüll gehabt hätte? Im schlimmsten Fall wäre Banga einfach gestorben. Im besten Fall wäre Simba dazu gestoßen und hätte Banga gerettet. Und da wir versuchen, das Ganze ähnlich wie König der Löwen aufzubauen, wäre Simba vermutlich wieder ziemlich überfürsorglich, was seine Kinder betrifft. Also würde Kion hier wahrscheinlich ziemlich Ärger bekommen. Möglicherweise würde Rafiki Kion irgendwann mal von der Garde der Löwen erzählen. Allerdings wäre diese Garde nicht so aufgebaut, wie wir es aus den Serien kennen, sondern sie würde einfach aus einer kleinen Gruppe bestehen, die das geweihte Land verteidigt, ohne irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Außerdem ist natürlich noch wichtig zu erwähnen, dass Simba vermutlich generell kein großer Freund davon wäre, wenn Kion diese Garde anführt. Und ich glaube, Simba würde Kion hier extremst einschränken. Das bedeutet, Simba würde ihm klare Regeln aufsetzen, was er tun darf und was er nicht tun darf, und möglicherweise würde ihn sogar beobachten lassen. Also sollten die Hyänen wieder ins geweihte Land kommen, würde sich nicht Kion drum kümmern, sondern Simba. Kion würde sich währenddessen vermutlich eher um so Kleinigkeiten kümmern, wie einen Streit zu schlichten zwischen Tieren oder so. Das Ganze hätte beispielsweise auch zur Folge, dass sie nie Jasiri kennenlernen würde. Er würde auch beispielsweise nie auf Sira, Nuka, Vitani und Kovu treffen. Das Ganze wäre in unserer Theorie aber auch besser. Denn wenn die Garde der Löwen noch mehr Ähnlichkeit zu König der Löwen hätte, hätte Sira Kion vermutlich direkt getötet und nicht ein Lied mit ihm gesungen. Außerdem wäre Siras Rudel dann auch viel größer und Kion hätte keine Chance gehabt, dort zu entkommen. Das würde also bedeuten, Jasiri hätte Kion nie kennengelernt, Kion hätte Jasiri auch nie helfen können, entweder hätten sie einfach ein anderes Wasserloch gefunden oder sie wären alle verdurstet. Ein wichtiger Punkt hierbei wäre auch noch, dass Kion nicht ununterbrochen mit Mufasa reden könnte. Ich persönlich würde das auch ziemlich cool finden, denn in der Serie war das teils schon etwas übertrieben. Das heißt, wenn Kion Ratschläge brauchen würde, könnte er entweder zu Simba gehen oder zu Rafiki oder zu Nala, und im schlimmsten Fall, sollte er wirklich unbedingt Hilfe brauchen, könnte Mufasa ihm ja trotzdem erscheinen und Ratschläge geben. Kion würde natürlich auch älter werden und irgendwann würde er auch etwas mehr wollen, als den Streit von Tieren zu schlichten. Er würde gerne das geweihte Land verteidigen, so wie es sein Vater macht, und möglicherweise würde Simba ihm das auch früher oder später erlauben. Möglicherweise würde ihn aber hin und wieder begleiten, nur um sicherzugehen, dass es ihm auch gut geht. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre hierbei seine Narbe. Denn erstens könnte man Scar ohne das Gebrüll gar nicht zurückholen. Und zweitens, es mag zwar ziemlich episch sein, dass Scar in einem Vulkan wieder aufersteht, aber aus Sicht von König der Löwen würde ich sagen, dass das doch etwas weird und unrealistisch ist. Also können wir auch hier festhalten, Kion hätte keine Narbe. Und by the way, es ist auch mega weird, dass eine Schlange eine Narbe verursachen kann, die vergiftet ist, durch die man böse wird, hä? What? Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass Kion seine Narbe bei einem Kampf mit einer Hyäne bekommt. Allerdings würde diese Narbe ihn nicht direkt böse machen. Dementsprechend müsste Kion auch nie zum Baum des Lebens gehen. Das würde bedeuten, dass Kion auch dann am Start wäre, wenn Kovu sich Simbas Rudel anschließt. Es würde sich an der Handlung des zweiten Teils aber nicht wirklich viel ändern. Er wäre einfach im Endkampf dabei und Simbas Rudel hätte tatsächlich da noch etwas Verstärkung. Aber damit Kion natürlich trotzdem sein Happy End bekommt,
könnte es ja sein, dass Rafiki eventuell noch eine Reise macht, um noch etwas Wissen zu sammeln und zum Baum des Lebens reisen möchte. Damit ihm bei der Reise nichts passiert, würde Simba Kion und die Garde der Löwen beauftragen, ihn zu begleiten, und dort würde er dann auf Rani treffen. Die Dinge würden ihren Lauf nehmen, die beiden verlieben sich und Kion würde seine Aufgabe als Anführer der Garde der Löwen an Vitani weitergeben. Ich persönlich finde es gar nicht so schlimm, wenn es das Gebrüll nicht geben würde. An manchen Stellen wäre es zugegeben auch etwas langweilig, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es definitiv besser wäre. Aber wie wir durch die Serie wissen, hatte nicht nur Kion das Gebrüll, sondern auch Scar war im Besitz dieses Gebrülls. Und auch hier könnten wir uns mal ansehen, was passiert wäre, wenn Scar das Gebrüll nicht gehabt hätte. Davor möchte ich natürlich noch kurz anmerken, dass die Geschichte zu seiner Narbe in der Serie die schlechteste Idee war, die man je haben hätte können. Wieder eine Schlange, die ihn durch einen Biss vergiftet, er wird dadurch irgendwie böse, Mufasa mobbt ihn wegen der Narbe und... Was? Es hätte definitiv viel bessere Möglichkeiten gegeben, das Ganze umzusetzen. Es muss ja auch nicht unbedingt diese Theorie mit dem Wasserbüffel aus Six New Adventures sein. Denn im Film König der Löwen hatte ich das Gefühl, dass Scars Bösartigkeit nicht von einer Narbe herrührt. Scar war doch schlicht und ergreifend einfach nur neidisch auf seinen Bruder. Er wollte König sein, war aber nicht der Erstgeborene. Vielleicht gab es da auch Vorgeschichten aus seiner Kindheit. Vielleicht wurde Mufasa bevorzugt und Scar wurde außen vor gelassen. Das könnte doch der Grund für seine Bösartigkeit sein. Und die Geschichte mit der Narbe, es würde reichen, wenn man sagen würde, dass die aus einem Kampf mit einem anderen Tier stammt. Aber nun ist die alles entscheidende Frage, wie wäre er vorgegangen ohne das Gebrüll? Denn Scar wollte eigentlich seine Garde davon überzeugen, Mufasa zu stürzen, sodass Scar auf den Thron kann. Allerdings weigerte sich seine Garde. Aber was hätte er nun gemacht? Immerhin hätte er sie nicht mit dem Gebrüll ausschalten können. Und ich glaube nicht, dass Scar so stark ist, dass er es mit der ganzen Garde aufnehmen hätte können. Das heißt, auch hier hätte es schon einige Probleme gegeben. Und möglicherweise hätte der Rest der Garde Mufasa von Scars Plänen erzählt. Das heißt, Mufasa hätte Scar hier schon verbannen können. Und das würde auch wieder bedeuten, dass Mufasa nicht von Scar getötet werden kann. Also würden sich die Filme hier grundlegend ändern. Timon und Pumba würden hier nicht existieren, zumindest nicht am Königsfelsen, und Simba würde im geweihten Land aufwachsen. Aber wie das aussehen könnte, wenn Mufasa überlebt hätte, könnt ihr euch in meinem Video ansehen, das ich euch oben rechts unter dem i verlinkt habe. Die alles entscheidende Frage ist wie immer natürlich, was sagt ihr dazu? Könnte das Ganze so gelaufen sein? Glaubt ihr, dass es ohne das Gebrüll besser gewesen wäre? Schreibt mir eure Theorien sehr gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Vorschläge für die nächsten Videos habt, schreibt die auch gerne unter die Kommentare. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!